Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge von Don't Meet But Read. Mein Name ist Noel Weibel, ich bin Mitarbeiterin im Erich-Kästner-Haus für Literatur und seit anderthalb Jahren auch Teil vom Literaturclub Meet and Read. Ich habe mir für heute dieses Buch ausgesucht, das ist Vincent von Joy Göbel. Das ist ein Buch, das ganz um die Frage kreist, was ist Kunst und wie entsteht sie? Die Antwort ist eine provokante These, die da lautet, nur ein unglücklicher Künstler vermag es, wahre Kunst zu schaffen. Und damit setzt sich ein Experiment in Gange, in dem die künstlerisch wirkende Person, der Titel verrät es bereits, es ist eine Person namens Vincent, zum Versuchskaninchen wird. Es zählt für mich zu den Büchern, die man gerne liest, die man gut lesen kann, die man auch zügig lesen kann, das eine packende Story hat, die Grundkonstellation ist relativ schnell erfasst. Das gleichzeitig seine eigentliche Wirkung aber mit etwas Abstand zur Lektüre entfaltet. Und darin liegt für mich die Stärke dieses Buches, dass es sehr viele Fragen aufwirft über das Wesen von Literatur, von Kunst, von Kultur, das Verhältnis von Werk zu Autor, Fragen nach der Authentizität, auch nach den Ansprüchen, die wir als Leser, als Hörer haben an das Kunstwerk, an das Buch, an die Literatur. Ja, kurz zu dem Autor Joy Göbel. Joy Göbel ist 1980 in Henderson, Kentucky, geboren und lebt dort bis heute. Er unterrichtet englische Literatur, ist aber ein wahres Multitalent. Das heißt, er ist als Schriftsteller, Drehbuchautor und Musiker tätig. Seine Romane sind in 14 Sprachen übersetzt, so auch Vincent. Und auch für mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht oder dafür nominiert. Vincent ist Joy Goebbels zweiter Roman, und die Idee hat er als erstes tatsächlich in einem Song umgesetzt. Dieser Song heißt Torture the Artist, wurde dann von ihm ausgearbeitet, weitergedacht, weitergeführt, zu einem Roman, der unter dem gleichen Titel 2004 in Amerika erschienen ist. Mit mäßigem Erfolg, muss man tatsächlich sagen. Und wurde dann 2005 unter dem Titel Vincent, auf Deutsch herausgegeben und hat eigentlich in den Übersetzungen auch dafür gesorgt, dass Joy Göbel ja bekannt wurde. Die Grundkonstellation des Romans ist relativ schnell erfasst. Wir haben Foster Lipowitz als Auslöser der Handlung, wenn man so möchte. Er leitet das umsatzstärkste Medienunternehmen in den USA des Romans. Er ist nun todkrank, sinniert ein bisschen über sein Leben nach und da erkennt man schon den satirischen Ansatz des Romans. Und stellt fest, dass alles, was er mit seinem Medienunternehmen bisher hervorgebracht und unterstützt hat, absoluter oberflächlicher Mist ist, der den immer gleichen Motiven folgt, die immer gleichen Themen hat, absolut vorhersehbar ist und überhaupt keinen künstlerischen Eigen- oder Mehrwert hat. So, das möchte er jetzt kompensieren und gründet kurz vor seinem Ableben eine Akademie, die heißt New Renaissance. An dieser Akademie werden junge, vielversprechende Talente aufgenommen, die herangezogen, gebildet werden, wirtschaftlich, also materiell versorgt werden, und dafür in Gegenleistung Kultur, Güter, Kunst, hervorbringen sollen. Immer mit dem Anspruch, wahre Kunst zu schaffen. Und da denken wir oder erinnern wir uns wieder an diese Eingangsthese, dass nur ein unglücklicher Künstler wahre Kunst zu schaffen vermag. Eine Besonderheit ist, dass jeder Eleve dieser Akademie einen persönlichen Begleiter hat, der dafür sorgt, dass es ihm soweit ganz gut geht, aber nie zu gut und dass er ihm in regelmäßigen Abständen einen Schicksalsschlag zufügt, um damit die künstlerische Kreativität und die nächste Schaffensphase einzuläuten und hervorzurufen. Dazu gibt es eine ganz gute Textstelle, die das weiter illustriert, die würde ich kurz vorlesen und zwar schreibt Foster Lipowitz einmal einen Brief an Harlan Eifler, den Erzähler des Romans. Den würde ich einfach mal kurz einen Ausschnitt daraus vorlesen. Da werden die Motive ziemlich deutlich. Das Entertainment braucht den archetypischen Künstler von früher. Einen jungen Mann oder eine junge Frau, gequält, isoliert, ohne Liebe und ohne Hoffnung, aber mit einer Kreativität begabt, die ihn oder sie dieses traurige Leben ertragen lässt.
Dieser Künstler würde nach einer alten Regel leben, die vielen unserer heutigen, von Gier und einem Leben auf der Überholspur getriebenen Künstler ganz fremd ist. Per aspera ad astra. Ohne Leid kein Preis. New Renaissance braucht also eine einsame Seele, die das Leiden der Welt auf sich nimmt und in Meisterwerke verwandelt. Diese Seele mag unerwiderte Liebe erdulden, unter Nervenzusammenbrüchen leiden, von Überarbeitung, Isolation, Ächtung, Elend, körperlichen und seelischen Krankheiten geplagt werden. Nichts davon wäre umsonst. Wie Sie sicher wissen, hat es solche Menschen immer gegeben. Verlorene Seelen, die zufällig den größten Künstlern aller Zeit gehörten. Dostoevsky, Zola, Keats, Coleridge, Browning, Poe, Dickinson, Toulouse-Lautrec, Rilke, Kafka, Wolfe, Joyce, Mann, Lowell, Plath, Robinson, Lardner, Lawrence, Pound, Toole, Berlioz, Beethoven, Schumann, Van Gogh, Munch und Rothko sind Namen, die einem dabei sofort einfallen. Wahre Künstler ergeben sich dem Leiden ohne die Unterstützung durch Experimente, wie ich sie vorschlage. Wenn wir die richtige Person auswählen, wird unsere Manipulation wahrscheinlich gar nicht nötig sein. Wir werden jemanden auswählen, der für dieses Leben eines gequälten Künstlers prädestiniert ist, wodurch unsere Eingriffe in sein Leben auf ein Minimum beschränkt werden. Ihre Aufgabe wäre nur, unserem Renaissance-Menschen auf die humanste und nützlichste Weise dienen, diesen konstruktiven Schmerz zuzufügen. Das bedeutet dreierlei. Dafür zu sorgen, dass der Künstler erstens einsam, zweitens künstlerisch inspiriert und drittens kreativ bleibt. Einzelheiten dazu später. Ja, das klingt schon mal nicht sehr einnehmend für die Person, die diese Rolle erfüllen soll, erfüllen muss. Diese Person im Roman ist Vincent Spinetti. Vincent gilt als begabtes, sogar hochbegabtes Schreibtalent. Das heißt, er wird später für New Renaissance Drehbücher für Serien und Filme produzieren, er wird Songs schreiben, er wird Kurzgeschichten schreiben, also schreiben, das ist sein Gebiet. Er ist zu Beginn der Handlung etwa 7 Jahre alt. Das heißt, während sich Lipowitz dem Tod nähert, ist Vincent noch gar nicht so lange auf Erden. Und diese Überlappung ist tatsächlich relativ symmetrisch. Er wird in New Renaissance aufgenommen und entflieht dadurch dem lieblosen Zuhause und seiner überforderten Mutter. Er hat 4 Geschwister. Sie wollte eigentlich wahrscheinlich überhaupt gar keins von den Kindern und ist ganz froh, als ihm diese Perspektive geboten wird. Verschwindet dann aber auch relativ zügig komplett aus seinem Leben. Der Roman begleitet ihn über verschiedene Jahre hinweg. Der Leser wird Zeuge seines Aufwachsens und Erwachsenwerdens, seiner ersten Verliebtheit, seinem steigenden Erfolg, denn er wird tatsächlich zu dem erfolgreichsten Künstler von New Renaissance. Und der Leser wird natürlich auch Zeuge, wie er immer wieder, und zwar wirklich von Beginn an, das heißt das erste Mal mit 7 Jahren, als sein Welpe vergiftet wird, immer wieder bewusst verletzt wird. Im direkten wie übertragenen Sinne zwischen Vincent Spinetti und Foster Lipowitz steht Harlan Eifler. Ich habe ihn bereits vorhin kurz erwähnt. An ihn ist dieser Brief, aus dem ich zitiert habe, gerichtet gewesen. Und dieser Harlan Eifler ist 28 Jahre alt, steht also alterstechnisch ziemlich genau zwischen Lipowitz und Vincent. Vervollständigt sozusagen die Symmetrie, was das angeht. Er ist eigentlich aus der Musikbranche. Er ist passionierter Musiker, Musikliebhaber und auch Musikkritiker. Leider erfolglos. Er wird also angeheuert, um als Vincents Manager auf ihn aufzupassen. Aufpassen bedeutet, dass ihm nicht zustößt, bedeutet aber auch, dass Vincent nicht zu glücklich werden darf. Das heißt, Harlans Rolle ist ganz klar. Er ist dafür verantwortlich, dass Vincent produktiv ist. Produktiv im Sinne von wahre, echte Kunst hervorbringen und schaffen. Es ist tatsächlich nicht einfach zu sagen, mit was für einem Buch wir es insgesamt hier zu tun haben. Ich habe in einer Rezension einmal gelesen, das Buch sei ein Chamäleon von einem Roman. Und seitdem lässt mich dieses Bild tatsächlich auch nicht mehr los. Es ist ein extrem vielschichtiges Buch, das viele Fragen aufwirft und auch auf verschiedenen Ebenen aufgezogen ist. Wir haben zum einen natürlich ganz klar eine absolute und große Satire auf Medienkonsum, auf Mediengesellschaft, auf die sogenannte Popkultur, auf
Motive, die immer wieder in den gleichen Art und Weisen hervorgebracht und wiedergecallt werden und trotzdem in der großen Masse eine wahnsinnige Euphorie auslösen, bis hin zu einer, ja, sag ich mal, auch gesellschaftlichen Ebene oder Kritikebene, dass nämlich die Gesellschaft das auch immer wieder zulässt, dass es produziert wird und sich trotzdem immer wieder darüber freut, dort das Geld ausgibt und damit den Zyklus auch am Laufen hält. Es wird also immer genau das produziert, was der Konsument möchte, was der Konsument auch abnimmt. Ja, es ließen sich noch sehr, sehr viele spannende Diskurse aus diesem Buch ansprechen, Spuren verfolgen, an denen es, wie gesagt, wirklich nicht mangelt. Das heißt, wer gerne auf Textsuche oder im Text auf Spurensuche unterwegs ist und Bezüge herstellt oder sich auch anregen lässt, Dinge nochmal nachzugucken und darüber in Beziehung zueinander zu stellen, der wird in Vincent auf jeden Fall fündig. Und dem kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen.